Die jüngere Schwester von US-Reality-Darstellerin Kim Kardashian wird Opfer eines Schmuckdiebstahls. Aus der Wohnung des Models Kendall Jenner in L.A. wird Schmuck im Wert von $200.000 gestohlen. Kardashian wird im Oktober in Paris überfallen. Die Täter rauben ihr einen 4 Millionen Euro teuren Ring und eine Schatulle mit Schmuck im Wert von 5 Millionen Euro. Kendall Jenner feiert am Mittwoch mit Freunden in ihrer Wohnung und geht dann gegen Mitternacht aus. Bei ihrer Rückkehr findet sie ihren Schmuckkasten geöffnet vor und ruft die Polizei. Diese bestätigt lediglich, dass von der Adresse des Models ein Notruf eingeht, macht aber keine weiteren Angaben. Jenner ist eine der Stars der Reality-Serie Keeping Up with the Kardashians. Zumindest muss sie im Unterschied zu ihrer Schwester keine physische Gewalt erleiden. Kardashian wird vor einigen Monaten in einer Pariser Luxusresidenz von den Räubern gefesselt, geknebelt und in einem Badezimmer eingesperrt. Die französischen Behörden ermitteln gegen 10 Verdächtige, von der Beute fehlt seither jede Spur.